Kennen Sie jemanden, der ein Kind, der Corona hat? Und vielleicht dieser Person zu nahe gekommen ist? Dann sind Sie wahrscheinlich jetzt auch Corona-verdächtig, oder? Was passiert, wenn Sie Corona-verdächtig sind? Welche Pflichten und Rechte hat man dann noch? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, aber ich bin jetzt in der Lage. Zu Hause wird gerade von einem Familienmitglied ein Abstrich genommen, wegen Corona-Verdachts. Und das könnte gut sein, dass das dann positiv ausgeht. So, was bedeutet das jetzt für mich? Also für mich hat das jetzt heute in der Schule bedeutet, dass ich meine Vorgesetzten informiere. Das hat dazu geführt, dass ich dann sofort nach Hause geschickt wurde, damit das keine Wellen schlägt. Und die Klassen, die muss ich jetzt aus der Ferne irgendwie versorgen mit Arbeitsaufträgen oder vielleicht auch noch ein paar Videos für die Schule drehen, damit die Lehrinhalte dann entsprechend rüberkommen. Ja, nun gut. Da habe ich ja jetzt schon etwas Übung, das sollte klappen. Welche weiteren Auswirkungen hat das? Der reguläre Unterricht kann so nicht stattfinden. Die neue Klasse, die ich heute das erste Mal gesehen hätte, die sieht mich jetzt halt nicht. Ich kann die Schüler nicht kennenlernen. Die entsprechenden Kennungen auf den Computern sind nicht eingerichtet, sie sind nicht arbeitsfähig bei mir. Das müssen jetzt Kollegen übernehmen. Dummerweise wäre das eigentlich meine Aufgabe gewesen, das jetzt hinzukriegen. Okay, das ist auch doof. Funktioniert auch nicht. Also, man bekommt gute Ratschläge. Du musst dich jetzt auch testen lassen. Das weiß ich nicht, ob ich mich auch testen lassen muss. Das liegt nahe, aber ich werde einfach gucken, was das Gesundheitsamt sagt, ja. Weil die sind ja in der Verantwortung. Wer muss denn noch alles getestet werden? Ich habe die Nachricht über diesen bevorstehenden Abstrich in der zweiten Pause bekommen. Und da habe ich es auch weiter kommuniziert. Jetzt könnte es natürlich sein, so rein hypothetisch, dass ich jetzt schon zu viele Leute getroffen habe oder die Aerosole auf dem Flur in der Schule ausgetauscht werden müssen. Oder weiß der Teufel was? Also das ist alles nicht nachvollziehbar für mich, was da jetzt zu passieren hat. Genau genommen kann man da eigentlich gar nichts machen. Es zieht so weite Kreise. Überall sind diese Aerosole, die ich da ausgeatmet habe. Ja? So, wenn jetzt einer Panik haben möchte, dann hat er sie. Und wenn jetzt einer weiß, wie gefährlich diese Krankheit ist, dann sitzt er genauso ruhig da wie ich und sagt, na und? Die deutschen Krankenhäuser sind leer. Es ist erstens sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich auch nur einen Schnupfen davon kriege, denn ich habe gute Abwehrkräfte. Und falls ich das bekomme, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich ins Krankenhaus komme. Ich könnte natürlich einfach nur Rücksicht nehmen, wenn ich einen Schnupfen bekomme und zu Hause bleiben. Ich könnte auch jetzt schon zu Hause bleiben. Werde ich auch wahrscheinlich müssen, aber ehrlich gesagt, auch das ist wieder mal eine völlig überzogene Maßnahme. Ich bin gesund, stecke niemanden an. Behaupte ich. Die anderen behaupten was anderes. Sollen sie doch mal versuchen. Es gibt überhaupt gar keinen Beleg dafür, dass jemand, dem es so gut geht wie mir, jemals jemand anderes angesteckt hat. Es wurde immerzu nur behauptet. Und die Bevölkerung glaubt es. Und sie sind im Panikmodus. Und nur deswegen sitze ich jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich zu Hause. Das werde ich heute noch machen, weil ich ja Corona-verdächtig bin. Und alle von mir erwarten, dass ich jetzt zu Hause bleibe. Naja, ich werde jetzt
schnell durch den Laden huschen und nochmal einkaufen, was ich kriegen kann. Weil es könnte ja auch sein, dass sich mein Zustand verschlechtert, weil ich mich irgendwie angesteckt habe. Bei diesem anderen Verdächtigen, der ein bisschen näher dran war an einem Menschen, der Corona hat. Naja gut, das kann ich jetzt natürlich auch nicht behaupten. Nur aufgrund eines positiven PCR-Tests hat man nicht automatisch Corona. Aber gut, da kommen jetzt auch noch ein paar Symptome hinzu, so von wegen Grippeerscheinungen. Ne? Also die Erkältung ist auch da, also wird schon passen. Was mache ich jetzt? Ich werde Sie weiter informieren, wie es jetzt weitergeht. Also das ist mit Sicherheit ein gesellschaftlicher Zustand, der so nicht tragbar ist. Weg mit der Panik und mit der Angst. Ist Quatsch. In Deutschland gibt es genügend Krankenhausbetten, die frei sind und die nur auf mich warten. Aber sorry, ich komme nicht. Sie wissen ja, ich war gestern spazieren, ich habe das Immunsystem gestärkt. Machen Sie das mal auch, bitte. Sagt der Corona-Verdächtige. Shit. Blöd, echt blöd. Es ist zum Verzweifeln.